Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe ESP Wetterstation. Guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Eine ESP Wetterstation, ihr kennt sie schon, aber ich habe ein paar Probleme gehabt damit. Und zwar gucken wir uns heute mal nochmal die Hardware an. Ich habe tatsächlich das Video von der Software nicht mehr gefunden, es ist weg. It's gone. Keine Ahnung warum, wir werden es vielleicht findet ihr es irgendwann, aber ich mache ein neues für euch. Das passiert dann in Teil 3. Teil 3 programmieren wir den ESP-Controller und da zeige ich euch, wie das alles funktioniert. In Teil 2 optimieren wir nochmal die Hardware. Das Ding ist jetzt nämlich knapp ein Jahr gelaufen im Hexenhaus und ich habe natürlich ein paar Probleme gehabt, die man einfach, wenn man so ein Projekt so vor sich hin entwickelt, nicht bedenkt. Wo ich eigentlich sonst mir denke, ja, klar, logisch, muss man machen, muss man aufpassen, aber wenn man halt so vor sich hin bastelt, dann vergisst man sowas halt einfach. Deswegen schraube ich es jetzt erstmal auseinander und zeige euch davor noch ein paar Dinge, was eben extreme Probleme gemacht hat. Gleich zuallererst, ich habe ja hier den ESP-Controller, wie ihr seht. Und da haben wir dieses Flachbandkabel, der ESP-Controller war eigentlich mal da drin. Ich habe das dann rausgerupft, weil ich das für was anderes gebraucht habe. Der ESP-Controller war hier drin. Haben wir bewusst so gemacht, weil wir hier diesen Helligkeitssensor gehabt haben und diesen Helligkeitssensor da im Prinzip hinter der Scheibe hatten. Dann haben wir hier dieses Kabel und dieses Flachbandkabel geht hier hoch. Und oben drin in der Wetterstation hatten wir, also das haben wir ja nicht in Betrieb genommen, das ganze Zeug hier. Obendrin in der Wetterstation hatten wir dann eine Platine eingebaut und unterhalb da hier den Temperatursensor drin. So, jetzt nehmen wir mal kurz ein Hightech-Messinstrument her. Wir haben hier 17 cm von dem ESP zu diesem Kabelbinder. Vom Kabelbinder zu dem Ding da oben haben wir, ja, sagen wir mal 30 cm plus nochmal 10 cm plus minus, die dann hier oben runtergehen zum Temperatursensor. Und wir haben I2C, ja, über ein Flachbandkabel, über 50 cm. Klar, wenn man es auf einer Platine macht, dann weiß man ja, man muss aufpassen, dass die Platine nicht lang genug, die Gleiterbahn auf der Platine nicht zu lang wird, weil I2C und beschränkte Leitungslänge. Habe ich in dem Moment einfach nicht dran gedacht. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Weshalb der Temperatursensor permanent abgestürzt ist. Man musste dann den ESP neu starten, damit das wieder funktioniert hat. Und es war einfach nur mühsam. Das müssen wir ausbessern. Wir müssen den ESP da oben irgendwie reinkriegen. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen, aber er muss irgendwie da oben reinpassen. Nummer 1. Nummer 2. Wir haben hier unten die ganze Ladegeschichte gehabt. Also wir haben ja hier die Solarzelle. Man sieht ja auch gerade, die lädt jetzt ja auch aktuell sogar. Man sieht das anhand von dieser LED. Wenn ich da das abdecke, dann lädt sie weniger. Das heißt, die produziert gerade Strom. Ich habe mal den Akku rausgelötet gehabt, weil den brauchte ich auch nicht für das, was ich vorhatte. Und die Schaltung hat eine ganze Horde LEDs drauf. Und diese ganze Horde LEDs, ja, die würde ich gern irgendwie mit auf den ESP-Controller hochkriegen, weil mich interessieren wird, wie viel Akkustand habe ich noch und sowas. Plus, ich möchte einfach diese LEDs auslöten, weil mich das nervt, wenn hier dauernd die LEDs Strom verbrauchen. Also diese Batteriestands-LEDs leuchten die ganze Zeit, brauchen also Strom. Will ich vermeiden, ich will die hochführen auf den ESP, dann können wir nämlich im ESP-Home, ja, 175, 50 und 25% Ladung angucken. Müssen wir uns anschauen, ob wir das hinkriegen. Aber das steht uns jetzt in diesem Video bevor und wir legen einfach mal direkt los. Antenne in die Richtung und dann können wir hier nämlich die Kabel irgendwie da dann anlöten, was wir da auch alles hochlegen. Ich werde auch den Reset-Knopf, da unten ist ein Reset-Taster, hier, den werde ich auch einfach hier oben auf den Reset parallel drauflöten, dann haben wir die nämlich auch. Finde ja nicht ganz geschickt, ist
Also ist der sogar hier auf Reset geführt und vermutlich wird der eh nur gegen Ground verbunden. Ja, können wir also da parallel drüber löten, ohne weitere Probleme. Wir haben einen Ground, zwei Ground, Ground, ah, wir haben genügend Grounds. Das geht sich auf jeden Fall aus, alles so wie ich das gerne hätte. Also wer so eine Wetterstation hat, der ESP passt hier oben sowas von perfekt rein. Echt irre, also wirklich Hammer. Er hat jetzt aber schmerzhafterweise die Pins alle abzwicken, damit er noch besser reinpasst. Guckt es euch mal an, der passt aufs Millimeter genau rein. Auf den Millimeter genau. Jetzt kürzen wir mal die Leitungen komplett ein von dem Ganzen. Erstmal gescheit Lötzinn drauf, damit wir genug Flussmittel haben und dann das Überschüssige einfach abstreifen. Die Pinbelegung von dem Temperatursensor war Pin 1 3,3 Volt. Jetzt zwicken wir mal gleich weit genug ab. Das kleben wir noch fest davon. Ganz lieblos da mittig einen Tropfen drauf und fetten. Oh Gott, noch nicht ganz so heiß. Ah, doch jetzt. Dann kleben wir das da rein und gut ist. Dann haben wir Pin 1 3,3 Volt hatten wir. Löten wir den mal hier hinten bei 3,3 Volt an. Pin 2 war Ground. Pin 3 war Clock und Pin 4 war Daten. Und der vierte Pin auf D2, das wäre Daten. Das Ganze schauen wir, dass wir es ein bisschen weg von der Antenne kriegen. Dann würde ich sagen, wenn wir von unten hochkommen, von den Kabeln unten, würde ich einfach mal sagen, Pin 1 ist Spannung und Pin 2 ist Ground. Ganz, ganz schmerzbefreit. Und dann gehen wir hier auf den V-In-Pin. Der geht nämlich vor den Spannungswandler, den können wir benutzen. Und der LDO hier drauf macht uns dann ja die entsprechenden 3,3 Volt, die wir benötigen. Dann gehen wir nochmal auf Ground. Den Reset-Taster da unten wollte ich noch verwenden und löten da einfach ein ganz normaler Taster, löten da einfach mal ein neues Kabel an, da muss man jetzt nicht stucken anfangen. So, da haben wir eh schon ein zweipoliges Kabel, das benutzen wir gleich dafür. Dann kriegt der Reset einmal Ground, da gehen wir damit drauf und da auf den Reset-Knopf. Somit können wir es mit der Taste da unten resetten. Ist schon mal cool, finde ich super. Wir brauchen auch nochmal Micro-USB, weil wir müssen es dann auch nochmal programmieren, das Ganze, denke ich mal. So, dann schauen wir uns mal an, was diese LEDs machen. Ich habe hier drei LEDs, die gerade leuchten. Ich habe hier unten den Akku dran, ich kann das hier ein- und ausschalten. Und jetzt löten wir einfach mal die unterste LED aus und schalten wir mal ein und dann schauen wir mal, was wir da jetzt für Spannungspegel haben, mit denen wir arbeiten können, eventuell, wenn wir Glück haben. Ich gehe mal gerade ganz stark davon aus, dass der LED-Treiber gegen Masse zieht. Das müssen wir jetzt evaluieren, indem wir die andere LED da oben auslöten, die nicht in Betrieb ist. Und da würde ich jetzt mal spekulieren, dass wir jetzt da eine höhere Spannung sehen oder gar keine mehr. Wenn wir gar keine sehen, wäre es ideal. Ja, perfekt. Perfekt. Bedeutet, der Treiber zieht die LEDs nach Masse. Testhalber, wir probieren es, wenn wir jetzt quasi einen Pull-Up-Widerstand gegen Plus setzen. Ich habe jetzt in dem Fall was extrem Hochohmiges, 160 Ohm oder sowas. Dann sollten wir jetzt in diesem Fall hier eine Spannung messen, wie hoch auch immer diese Spannung sein wird. Ja, 1,7 Volt. Das heißt, da vorne liegen 1,7 Volt an, weil hier vermutlich der Widerstand hier genau, der macht die Strombegrenzung, 3,6 hätten wir sonst. Bedeutet, der Chip zieht uns nach Masse runter. Bedeutet aber auch, wir können das einfach, indem wir hier mit die Flachbandkabel draufgehen,
ausfinden will. Und dann können wir hier die LEDs komplett auslöten, können hier diese vier Pins einfach verwenden und somit haben wir da entsprechend das, wo wir hinwollen. Wir hatten vorhin definiert, Pin 1 und 2 sind die Spannungsversorgung, dann löten wir das gleich da hinten drauf. Also wir haben hier die 5 Volt und Ground. Pin 3 wäre dann 25%. Sollte eigentlich alles wieder soweit in Betrieb sein und eigentlich sollte, wenn ich jetzt hier auf On gehe, der USB da oben Blinken anfangen. Dann war es das für den Teil. Ich habe jetzt alles optimiert. Ich werde es zusammenschrauben, hier noch ein paar Dinge anhängen. Ich schreibe alles auf, wo wir was dranhängen haben. Und dann sehen wir uns in Teil 3, denn da geht es dann auf jeden Fall um Softwareprogrammierung. Da hauen wir das Ganze in ESP Home rein. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, wie das mit ESP Home funktioniert, wie man es in Home Assistant reinkriegt und so weiter. Könnt ihr euch schon mal mega freuen. Ist de facto wirklich kaum Arbeit. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut ein paar Kommentare raus. Schreibt, was von dem Projekt hält. Und ansonsten bis Teil 3. Macht es gut. Ciao.